Vielen Dank für Ihre Geduld. Guten Morgen allerseits. Joachim Helfer ist mein Name. Ich darf auf der einen Seite Sie heute etwas durch dieses Programm führen. Wir hoffen, dass wir aus den Erfahrungen, die wir die letzten knapp 20 Jahre machen durften im Bereich Online-Marketing, also in meinem Fall habe ich 1998 angefangen, mich mit Online-Marketing zu beschäftigen, und ich habe diverse Firmen aufbauen dürfen, begleiten dürfen, die auch als Partner hier der Leipziger Medien aktiv ist. Wir kommen aus dem Bereich Suchmaschinenmarketing, haben uns dann mit viel dem Erstellen von Websites beschäftigt, und der Schwerpunkt der Firma, für die ich heute stehe, die Firma Advantago, beschäftigt sich mit dem Thema digitales Präsenzmanagement. Was das ist, das werden wir Ihnen im Laufe der nächsten Minuten etwas näher erläutern. Da geht es letztendlich darum, die Kunden, die Unternehmen dort zu repräsentieren, wo ihre Kunden nach ihnen suchen. Und wir machen das mit vielen Partnern zusammen, und ich habe das Privileg, dass ich mit diesen Partnern seit Jahren zusammenarbeiten darf. Einerseits mit Google, andererseits mit Bing, aber auch mit der Firma Yext, die wir heute hier haben, und sodass ich also aus diesen letzten 20 Jahren einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringe und ich Ihnen hier mit verschiedenen Rednern etwas näher bringen möchte. Das sind einige Kunden, mit denen wir jetzt als Advantago zusammenarbeiten, und beginnen würde ich gerne mit einer Grafik, die uns von Google zur Verfügung gestellt wurde. Das ist die Online-Bevölkerung, das war ungefähr Ende letzten Jahres, wo das aufgenommen wurde. Dort sehen Sie diese hellen Punkte, das sind überall Menschen, die quasi in dem Moment online gegangen sind. Und Sie sehen natürlich eine gewisse Ungleichverteilung auf der Welt mit einem großen Schwerpunkt hier in Europa und in Nordamerika. Aber eben in ganz vielen anderen Bereichen der Welt diese Aktivitäten. Das heißt, Google hat in dem Moment festgestellt, wann jemand quasi auf Google eine Suche gemacht hat. Und die Statistik ist etwas älter jetzt, wie gesagt, Ende letzten Jahres. Man geht davon aus, dass es ca. 4 Milliarden Suchanfragen pro Tag auf Google stattfinden. Was glauben Sie denn, wie viel denn in Deutschland pro Tag stattfinden? Ungefähr, hat jemand eine Ahnung? 100, 1000, 1 Million. Die letzten Zahlen, die mir bekannt sind, sind zwischen 250 und 300 Millionen Suchanfragen pro Monat. Und ganz viele Suchanfragen kennen Sie heute noch, die Sie eingeben mit dem Laptop, mit irgendeiner Tastatur. Der Schwerpunkt allerdings mittlerweile, über 60% aller Suchanfragen, und da werden wir nachher drauf eingehen, gehen über mobile Geräte. Und die moderne Technik schreitet natürlich auch voran. Das heißt, mittlerweile 20% aller Suchanfragen sind sprachbasiert. Und wir werden Ihnen nachher nach der Pause so eine kleine Demonstration nochmal geben, wie heute lokale Suche stattfindet, beziehungsweise auch in der Zukunft mit einem solchen Gerät. Hat jemand so ein Teil zu Hause stehen? Der Dieter Becker hat eins. Okay, und für was nutzt du es? Okay. Ja. Okay. Gut. Also wir werden das nachher einmal live testen. Wichtig ist aber, dass mit diesen modernen Geräten die Basis nur vorhanden ist, gefunden zu werden, wenn das Unternehmen über strukturierte Daten verfügt. Und dazu soll es auch gleich in unserem ersten Teil gehen. Ein Unternehmen sollte heutzutage eine sogenannte integrierte digitale Präsenz haben. Das heißt, für möglichst viele Plattformen und auf möglichst vielen Bildschirmgrößen die optimale Darstellung. Sei es auf dem Laptop, sei es auf dem Smartphone, sei es auf verschiedenen Tabletgrößen, dann ist das richtig. Wer von Ihnen hat keine Internetseite? Gut, alle haben eine Internetseite. Dann erzähle ich Ihnen jetzt eine Folie was zum Thema Websites.
Und Sie denken sich, oh nee, jetzt erzählt ihr was zum Thema Websites, weiß ich doch alles. Google hat seinen Algorithmus in den letzten anderthalb Jahren ganz stark verändert und hat ganz viele Schwerpunkte gesetzt auf das Thema Mobile. Mobile first, und sie haben eine Internetseite rausgegeben, bei der man testen kann, wie schnell ist denn meine Internetseite auf einem Smartphone zu lesen. Und Google sagt selber, 3 Sekunden sollte maximal der Aufbau einer Seite dauern. 3 Sekunden ist bei jemand, der vielleicht ein paar Bilder hat, Gartenbau oder ähnliche Dinge, schöne Bilder von seinen Kundenprojekten, ist vielleicht ein bisschen knapp, aber maximal 5 Sekunden. Der andere Bereich ist die Absprungrate. Kunden gehen auf ihre Website und gehen sofort wieder weg. Maximal 30%. Sie können es nicht allen recht machen, ist okay. Wenn es darüber hinausgeht, sollten Sie über das Thema auch Ihrer Website nachdenken. Das Wichtigste ist aber, habe ich aussagekräftigen Inhalt aus Sicht des Nutzers und aus Sicht der Suchmaschine wie Google. Und das Allerwichtigste ist natürlich, erzeugt meine Website genügend Anfragen und Kontakte. Die Fragen sollten Sie sich beantworten. Wenn Sie das nicht alles mit Ja beantworten können, dann haben die Kollegen hier von den Leipziger Medien sicherlich interessante Tipps, wie Sie das verbessern können. Das war der kleine Ausflug am Anfang in das Thema Website, weil wir heute zwar natürlich über die Auffindbarkeit sehr viel reden werden, aber nicht über die Website selber. Jetzt soll es darum gehen, wie sieht denn so eine Suche aus? Und etwas vergrößert hier, ein Beispiel jetzt aus der Region. Wir waren gestern in Chemnitz, deswegen habe ich hier dieses Beispiel gewählt. Auf dem Smartphone sieht die Trefferliste in etwa so aus. Das heißt, Sie haben die Eingabe von einem Schlüsselbegriff oder Keyword, und passend zu diesem Keyword gibt es eine Ergebnisliste und auch die Anzeigen. Die Anzeigen, geht das Ding hier oben, sehen Sie immer, hier steht Anzeige, das ist also ganz oben, und im sichtbaren Bereich sehen Sie momentan noch der zweite Bereich hier, das sind Google My Business Einträge. Wer von Ihnen hat einen Google My Business Eintrag? Stimmt nicht, Sie alle haben einen. Sie wissen es teilweise nur nicht, weil Sie ihn nicht verifiziert haben. Wir werden nachher noch darauf eingehen, warum es ganz wichtig ist, einen verifizierten Google My Business Eintrag zu haben. Das ist die lokale Suchplattform in Google, wo Unternehmen lokal dargestellt werden. Und ganz unten drunter haben wir die organischen Suchergebnisse. Da sind Kataloge, Verzeichnisse und natürlich die Internetseiten, die zu dieser Suchanfrage passen. Das gleiche jetzt nochmal am normalen Desktop, gehe ich etwas schneller durch. Die Trefferliste ist meistens länger sichtbar, vielleicht noch bis hier. Der Schwerpunkt geht aber hier in dem Anzeigenbereich Google My Business mit dieser Karte. Und zu all diesen Bereichen haben wir jetzt hochkarätige Referenten. Tim Nolet ist Director International Partnerships von Yext und wird Ihnen was erzählen, wie Sie auf möglichst vielen Plattformen gefunden werden, was strukturierte Daten beinhaltet und wie Sie in diesen Google My Business Bereich kommen. Lukas Müller ist Geschäftsführer von der Firma GoLocal aus München und wird Ihnen was zum Thema Bewertungen erzählen. Ein ganz wichtiges Element, denn Sie sehen hier diese Sterne einerseits in den Google My Business Einträgen. Das gleiche gibt es natürlich aber auch im organischen Bereich, und es kann auch in Anzeigen verwendet werden. Dann machen wir einen Ausflug in das Thema Social Media bzw. Social Advertising, wo es um Thema Facebook geht. Wir haben Oliver Ziesemer, Produktmanager von der Firma Sellwerk hier. Und last not least, muss ich einmal nur durch, Birte Gloy, sie ist Strategic Partner Managerin von Google für die Dachregion aus Hamburg, zusammen mit einem Kollegen von der Firma Fairrank, wo es um das Thema bezahlte Suchanzeigen geht. Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei diesen verschiedenen Elementen. Ich werde zwischendurch immer mal wieder auftauchen und einige Beispiele dort präsentieren und würde jetzt gerne dann an meinen Kollegen Tim Nolet von Yext übergeben. Wünsche dabei viel Spaß.